Es ist kaum zu glauben, aber es gibt in der Tat einen Baum, eine Pflanze, die uns nicht nur in umfänglicher Form sehr, sehr viel mehr Nährstoffe liefert als viele andere Lebensmittel, sondern es ist ein Baum, der in großer Menge zur Verfügung steht und im Prinzip komplett verwertbar ist. Und um genau diesen Baum geht es im folgenden Gespräch. Liebe Zuschauer, ein herzliches Willkommen. Ich freue mich, dass ihr hier seid und ich freue mich, dass wir uns über in der Tat einen Wunderbaum unterhalten können. Es geht um Moringa. Was kann man zu der Geschichte, was kann man dazu sagen, Peter, was dieser Baum liefert, was er auch für eine Bedeutung in seinen Herkunftsländern hat. Da ist er ja nicht ganz unwichtig. Genau. Vielen Dank, lieber Michael. Also der Moringa-Baum ist ein tropischer Laubbaum, der ursprünglich aus dem Nordwesten von Indien kommt. Wenn man sich Indien mal vorstellt, dieses Dreieck, oben links ist der Nordwesten, im Norden grenzt der Himalaya an diese Landschaft und in der Ebene ist eine große Wüste. Und das heißt, der Baum kommt aus einer sehr trockenen, heißen Gegend. Entsprechend ist er mit relativ kargen Böden zufrieden. Und er hat sich dann im Laufe seiner Geschichte, die ja unbekannte Jahrhunderttausende lang ist, vor allen Dingen dann mit den Handelswegen in der Äquatorregion des Erdballs verbreitet. Das heißt, die Handelswege haben ihn sicher weitergetragen. Das ist nachzuverfolgen bis ins Mittelalter und in die Zeiten von Christoph Kolumbus. Die haben ja alle tropischen Pflanzen hin und her transportiert und geguckt, was können wir damit anfangen, wo wächst das? Und beim Moringa-Baum hat denn so die Verbreitung über den ganzen Äquatorgürtel stattgefunden und heutzutage wird er zum Teil plantagenmäßig angepflanzt in China, Indien, Philippinen und es gibt eben in diesen tropischen Ländern in der Regel auch Wildwuchs. Dass er aus so einer kargen, wüstenhaften Gegend kommt, sagt auch, er ist relativ anspruchslos, lediglich die Samen, die wir hier auch sehen können, brauchen am Anfang ihres Wachstums natürlich genügend Feuchtigkeit. Das heißt, in der Regenzeit in den Tropen würden die Samen angehen und dann heftig wachsen. Der Baum hat aufgrund seiner Bestandteile, über die ich vielleicht gleich noch Einzelheiten berichten kann, hat er ein enormes Wachstum. Er wächst schneller als viele andere Pflanzen. Und zwar im ersten Jahr bis zu 5 Metern. Das heißt, man kann also fast dabei zugucken, wie er wächst. Das heißt, er produziert in relativ kurzer Zeit eine relativ große Biomasse, wenn man den ganzen Baum als solchen betrachtet. Wenn man den Nahrungsaspekt sehen möchte, für die Ernährung geeignet sind die Blätter des Baumes und die in den länglichen Schoten, die am Baum hängen, vorhandenen Samen, Samenkörner. ja. Aus denen kann Öl gepresst werden und diese Nuss in der Schale. Das ist ähnlich wie bei einem Sonnenblumenkern, dass in so einer härteren Schale, die man leicht aufknacken kann, so ein nussiger Kern drin ist. Da sitzt eben das Öl drin mit all seinen wertvollen Bestandteilen. Ungewöhnlich für so einen herkömmlichen Baum ist eigentlich, dass die Blätter so einen hohen Eiweißanteil haben. Hohe Eiweißanteile bei Pflanzen kennen wir sonst insbesondere von Soja, was ja sicher vielen Zuschauern bekannt sein dürfte, eben wegen dieses Eiweißgehaltes oder Hülsenfrüchte, die ja gerade auch bei Vegetariern sehr beliebt sind aus diesem Grunde. Diese Moringa-Blätter enthalten in der getrockneten Form 27,3%, je nachdem, wo er herkommt, Eiweiß. Und dabei auch alle essentiellen Aminosäuren, also solche Eiweißbausteine, die der Mensch in seinem Stoffwechsel nicht selber herstellen kann, wo wir darauf angewiesen sind, dass wir diese von Pflanzen oder Tieren hergestellt bekommen und dann zu uns nehmen. Die Länder der Dritten Welt, die ja am Äquator meistens sich befinden, könnten eigentlich sehr von dem Baum profitieren, weil er eben so rasch wächst und sehr viel Biomasse und sehr viel Nährmaterial liefert. Seltsamerweise wird er gar nicht so sehr für Nahrungszwecke genutzt. Wir waren vor genau einem Jahr in Afrika, in Ostafrika,
um uns die Moringa-Bäume und die Anpflanzung da anzuschauen und hatten natürlich Kontakt mit der Bevölkerung. Die Leute haben wir gefragt, kennt ihr den Moringa-Baum? Sie kannten den schon vom Namen her, aber wenn wir fragten, haben sie den mal probiert oder mal gegessen, dann mussten sie erst mal lange überlegen. Und eine, da hatte uns auch das Fernsehen interviewt, die Reporterin sagte, ja, ich erinnere mich in meiner Kindheit, da war ich mal krank und da hat meine Mutter mir was vom Moringa-Baum gegeben. Das schmeckte gar nicht gut, aber es hat geholfen. Ja. Das heißt also, in der Naturmedizin werden dort vor Ort die Moringa-Produkte häufiger angewandt. Und aber es ist so ein bisschen in Vergessenheit geraten. Ja, es ist doch in Vergessenheit geraten. Nur ganz wenige Eingeweihte kennen es da vor Ort. Ich denke, die einzige Lehre oder die einzige Anwendung, die schon seit 5000 Jahren überliefert ist, ist die in der ayurvedischen Medizin. Mhm. Die kennen den Baum natürlich und nutzen ihn eigentlich mit all seinen Bestandteilen, also von den Blättern bis zur Wurzel. Übrigens, von der Wurzel heißt der Baum auch im englischen Sprachraum Horseradish Tree, also Meerrettichbaum, ja, weil sehr viel Senföle in der Wurzel drin sind, wie auch in den Blättern, die so einen leicht scharfen, etwas Rucola-artigen Geschmack hier haben. Der gleiche Grund, dass der Geschmack, wenn man größere Mengen von den Blättern auch zu sich nimmt, so ein bisschen scharf ist, führte auch damals, als die Seefahrer den Baum mitgebracht hat nach Europa, dazu, dass er damals noch keine Verbreitung fand. Das ist eben darauf, wie du ja sagtest, ein bisschen eingeschlafen. Und seit einigen Jahren ist der Baum doch jetzt wieder auf dem Vormarsch, insbesondere in der Szene derjenigen, die sich alternativ ernähren wollen und vor allen Dingen mit einer nachhaltigen Nahrungsquelle. Denn dieses rasche Wachstum heißt natürlich auch, man kann den Baum gut abernten, es bleibt immer was übrig und es wäre sowohl für uns, die wir ja vorwiegend die Produkte als Nahrungsergänzung und nicht als Hauptnahrung nutzen, etwas da, als auch für die, die im, in den Äquatorgegenden vor Ort das nötig brauchen. Ja. Ihr seid in Afrika gewesen, habt dort, also das ist ja schon irgendwie witzig, die Menschen, die quasi Seit an Seit mit dem Moringa-Baum leben, wieder da informiert, dass ihr da was ganz Wertvolles nebenan stehen habt. Ja. Du hast Produkte mitgebracht, auf die gehen wir nachher nochmal ein. Wichtig wäre jetzt im Sinne auch der Gesamtphilosophie, die Herkunft der Produkte, die hier auf dem Tisch stehen, das ist Afrika und ihr achtet da auf eine bestimmte Anbauweise. Ist das ein Punkt, wo man, ich sag mal, genau hingucken sollte? Gibt es da Sachen, die weniger optimal, was den Anbau betrifft, gelöst sind und bei euch aber genau hingeguckt wurde, wer das macht und wie das gemacht wird? Also uns oder mir war es halt von Anfang an wichtig, seitdem ich also Moringa kennengelernt habe, dass es eben aus dem Wildwuchs kommt und zwar aus Ländern, wo es auch wirklich wächst, dass es dort schonend verarbeitet wird und vor allen Dingen auch nachhaltig verarbeitet wird. Das heißt, die Menschen vor Ort davon profitieren können, was uns halt hier gut tut. Ja. Das war mir von Anfang an mit der Arbeit mit dem Moringa-Baum wichtig. Und heute sind wir halt so weit, dass wir biozertifizierte Wildwuchsware in Rohkostqualität anbieten können. Sagst du nochmal, du verwendest den Begriff Wildwuchs. Das ist etwas, was, wo man so Dinge mit verbinden kann, aber das noch nicht so genau festmacht, weil Wildwuchs ja manchmal auch ein bisschen anders verstanden und formuliert wird. Was konkret heißt das? Also es ist keine Plantage, sondern? Kann man am besten vergleichen, für uns verständlich, hier mit den Streuobstwiesen. Ja, da hat man einfach Wiesen, wo die Bäume wachsen dürfen, wo wir wunderbar herrliche Äpfel haben, die nicht schön aussehen, aber sehr lecker. Manchmal durchaus auch schön aussehen. Also gar nicht zwingend hässlich sind, weil sie gesund sind. Ja. Oder auch Pflaumen oder Kirschen oder sonst was. Und genau so ist es halt mit den Wildwuchsbäumen in Afrika, Malawi speziell, halt zu sehen.
Die wachsen halt einfach da, wenn man sich mal so einen Samen anschaut. Wenn der reif ist, der hat halt Flügelchen, der kann halt einfach so durch die Gegend fliegen, ja, und weiter wachsen. Also der braucht auch keine großartige Pflege. Und die Menschen ernten halt die Bäume, die werden halt geschnitten, aber lassen immer so viel stehen, dass sie sehr schnell dann auch wieder nachwachsen können für die nächste Ernte. Und das ist die Grundlage eurer Ware. Genau. Und die kommt dann nach Deutschland. Genau. Und wird dann von euch weiterverarbeitet? Die kommt in großen Mengen nach in Deutschland. In Balkware, ja. Ja, genau. Ja. Wird in Deutschland dann nochmal ins Labor geschickt für die Mikrobiologie, ja, und Pestizide. Und erst dann, wenn das alles negativ ist oder positiv, je nachdem, wie du willst, erst dann geht es in den Vertrieb und wird dann weiter abgepackt, ja, und verarbeitet halt, ja. Auf die Einzelheiten gehen wir nachher noch ein. Wir werden auch, ich freue mich drauf, ja, das auch nochmal verkosten, denn, ja, du hast darauf hingewiesen, ja, ich meine, wer da vielleicht irgendwie empfindlich ist, mag das als scharf empfinden. Ich finde es als würzig. Ja. Ich habe es in Paraguay in der Plantage verkosten können, ja, und vom Geschmack her nicht nur nichts einzuwenden, sondern einfach eine interessante, würzige, ja, ob der Samen oder die Blätter selber, sicherlich Geschmackssache, aber etwas, was jetzt auch nicht irgendwie abschreckend ist, ganz und gar nicht, sondern würziger, schöner, nussiger Geschmack bei dem, bei dem Thema. Du bist eingegangen auf die Nährstoffe, auf das, was dieser Baum bietet. Was mich, wir werden das nachher noch, ich habe so eine Tabelle mitgebracht, erstaunt ist die Breite, mit der er vergleichbar ist mit ganz vielen Produkten, ob das jetzt Eier sind oder ob das Vitamin C ist. Und also du hast eine riesige Breite, wo du sagen kannst, da liefere ich mit diesem Baum zum Teil ein Mehrfaches dessen, was andere Produkte liefern. Also eine richtige Wunderwaffe im Prinzip. Der Begriff Waffe mit dem Baum, ja, ja, okay, in einem Atemzug ist vielleicht alles klar, ich etwas, nehme es zurück. Ja, ja, gut. Also von daher kann man wirklich Wunderbaum sagen, in dem, ja, Sinne, dass wir uns nur wundern können. Wir dürfen nicht die Frage stellen, warum macht er das? Er tut es einfach und, ja, wir nehmen es gerne hin, dass er das tut. Und tun kann er es aus meiner Sicht deswegen, weil er eben in diesem lichtdurchfluteten Äquatorgürtel wächst, wo er 12 Stunden Sonne hat. Wir wissen, da ist Tag und Nacht gleiche, wo die Sonne senkrecht auf die Erde scheint. Und das mit sehr hoher Intensität und sehr steilem Einstrahlwinkel. Von daher hat der Baum eine große Menge Energie zur Verfügung, um all diese wertvollen Stoffe herzustellen. Aber frag nicht, warum er das tut. Wir können und sollen ihn nutzen und die Angaben, wie viel an Nährstoffen und Inhaltsstoffen, seien es nun die Eiweiße, die schon erwähnt wurden, und Vitamine und Mineralien, sind wirklich in hoher Konzentration vorhanden und vor allen Dingen auch die Antioxidantien, auf die wir sicher gleich noch zu sprechen kommen, wie das kaum bei einer anderen Pflanze der Fall ist. Ja. Das ist mehr oder weniger zufällig entdeckt worden. Die alte Medizin, die Naturmedizin, weiß das natürlich schon lange, was der Baum für eine Potenz hat. Aber wir entdecken ihn jetzt praktisch neu in den letzten Jahren. Und auf diesem Wege gibt es sicher viel zu tun. Und wie du schon, ja, erwähnt hast, selbst in Afrika muss man die Leute aufklären. In Tansania sagte uns die Leiterin der Frauenunternehmerschaft von ganz Tansania, Tansania sei das Land in Afrika mit dem drittmeisten unterernährten Menschen. Das heißt, denen wachsen die Bäume förmlich im Mund, stehen vor den Häusern und sie wissen es nicht zu nutzen. Und wir haben da auch Vorträge gehalten für Leute, die dann wieder als Multiplikatoren dienen können, um das zu verbreiten. Ähnlich wie es da Gesundheitskonzepte gibt, dass man die Leute aufklärt in Afrika über Geburtenkontrolle oder über HIV-Infektionen, muss man sicherlich auch solche Aufklärungen bezüglich der Ernährung betreiben. Ich glaube, dass das ein Punkt einfach auch der, wie soll ich sagen, Verwestlichung solcher Gesellschaften ist. Wenn du vor 100 Jahren dorthin gegangen wärst,
wäre das etwas wie die eine Dame, von der du erzählt hast, als ich Kind war und so, habe ich das von der Großmutter oder der Mutter selbstverständlich bekommen. Das Wissen ist da, das Wissen ist nur verloren gegangen, weil wir heute eben mit dem westlichen Konsumprodukten diese Dinge alle platt machen. Das ist, ihr habt eine schöne Liste und ich will die, weil man die sich auch alle gar nicht auswendig kann, lernen kann, einfach mal kurz zitieren, weil es wirklich erstaunlich ist, was der Moringa-Baum an besonderen, im Vergleich zu anderen Lebensmitteln an Produkten liefert. Ich fange mal ganz unten an. 1,5-mal so viel Zink wie beim Schweineschnitzel, 1,5-mal so viel essentielle Aminosäuren wie bei Eiern. Sind wir in einer ganz anderen, in einer anderen Baustelle. Doppelt so viel Magnesium wie in der Braunhirse. Dann 6-mal so viel Polyphenole als im Rotwein. Ich lasse mich natürlich trotzdem den Rotwein nicht verwiesen, aber immerhin bemerkenswert, dass hier, und da sind wir bei den Antioxidantien, deutlich mehr haben als beispielsweise im, beim Rotwein. 7-mal mehr Vitamin B1 und B2 als in der Hefe, 7-mal mehr Vitamin C als in Orangen. Das ist wieder eine ganz andere Geschichte. 15-mal mehr Kalium als bei Bananen. 17-mal mehr Calcium als Milch. Also 17-mal so viel Calcium wie in Milch drin ist, ist im Moringa. Und getoppt wird alles, da gab es ja den berühmten Rechenfehler in den vergangenen Jahrzehnten, 25-mal mehr Eisen als im Spinat. Also wenn ich mir diese Breite Eisen, Kalium, B1, B2, Folsäure habe ich gar nicht erwähnt, Magnesium, Aminosäuren, Polyphenole, wenn ich mir das alles anschaue, dann wirklich ein Wunderbaum, der eine ganze Reihe von Grundnährstoffen und Mineralien abdeckt, die wir täglich essen und zu uns nehmen sollten und die hier eine einzige Pflanze im Prinzip in sich vereint, in der Tat wirklich fantastisch. Gibt es so etwas, wo du sagen würdest, das ist eher für den Erwachsenen oder ist das etwas, wo du schüttelst schon mit dem Kopf, wo man mit auch als Kleinkind anfangen kann, als Kind das nutzen kann? Schon vorher, schon während der Schwangerschaft. Ach, man nimmt das schon als die Schwangeren könnten auf die Art und Weise für eine Versorgung des ungeborenen Lebens auch mit Moringa sich optimal versorgen oder ausstatten. Ja. Also wir kennen mittlerweile 3 Moringa-Babys, ich nenne sie einfach so, weil sie halt innerhalb dieser Zeit, wo wir mit Moringa arbeiten, geboren wurden und alle 3 sind großartig, entwickeln sich prächtig, haben schöne Schwangerschaften. Das mit dem Gebären und Stillen klappt bestens, die Kinder sind gesund und das ist für uns das beste Zeichen, dass eben Moringa von Anfang an für jeden, es gibt keine Grenze von 0 bis 120. Ja. Ne? Das Einzige, was halt, oder auch Tiere genauso, das Einzige, was man halt bedenken soll, ist halt, oder muss, ist halt die Menge. Und da gehen die Geister sehr stark auseinander und wir sagen halt immer gerne, fühl selber rein, was ist für dich, für den Einzelnen gut. Ne? Das ist klar, dass ein Kind weniger bekommt als ein 1,80 großer Mann. Und es kommt natürlich auch auf den Ernährungszustand des Einzelnen an. So, und bei mir ist halt einfach so, wenn ich zu viel Moringa nehme, dann brauche ich abends gar nicht erst schlafen gehen, weil das doch sehr anregend wirkt. Okay. Ne? Und von daher jeder so für sich, wie es gut ist. Also es ist auch noch, das haben wir hier gar nicht aufgelistet, fast so eine Art Kaffeefunktion, also dass es dich wach hält. Der Kaffee ist ja eher so, das putscht dich auf und dann hast du den Leistungsknick und das ist bei Moringa nicht. Also die Reaktionen von den Kunden, die wir haben oder Mitmenschen oder auch bei uns selber, ist halt einfach so diese innere Kraft und Freude, die sich auftut. Weißt du, so abends schlafen zu gehen und am Morgen geht's weiter. Das ist einfach so diese innere Kraft, die es gibt. Und ein Kaffee, das putscht dich hoch und lässt dich fallen. Das ist beim Moringa nicht. Ja. Sondern es balanciert dich aus, wenn du die richtige Dosis findest. Aber würde man sagen können, dass es so etwas wie eine Art Überdosierung gibt? Ich meine, wenn ich beim
beim Essen, das ist ja egal was, wenn ich irgendwie, ich sag mal, nach dem 5. Schnitzel ist irgendwann Feierabend oder es ist, wenn ich jetzt Vegetarier bin, auch nach der 10. Paprikaschote will ich dann auch nicht mehr. Aber das hat ja mit Überdosierung, da ist eine Sättigkeit. Würde man also das trotzdem Moringa, sagen? Moringa sorgt von alleine dafür, dass du aufhörst damit. Ja. Zum einen und zum anderen, wir haben mal recherchiert, also erst ab 40 Gramm, und das ist eine ganze Menge an Moringa, wird es toxisch. Aber nicht das Moringa als solches, sondern dann ist Vitamin A da drin. So, und 40 Gramm Moringa nimmt freiwillig kein Mensch. Also bist du längst vorher satt? Ja, gut. Also wie immer ist das Maß das, was Paracelsus sagt, etwas, was dann die Probleme verursacht. Und in dem Moment, wo du wie mit all den Dingen so umgehst und auf den Körper hörst, kann da gar nichts passieren. Genau. Und jemand, der gesund ist, nimmt sicherlich eine andere Menge als jemand, der Patient ist. Ja. Ist auch klar. Ja. Einfach austesten, jeder für sich selber. Genau. Für mich ist halt, war es am Anfang schwierig, das auszubalancieren, weil ich natürlich gedacht habe, viel hilft viel, aber das ist sehr unangenehm, wenn man in so einen Energiestau reinkommt, ne? Wenn man das nicht mehr so ausleben kann, was da an Energie steckt, das ist nicht so gut. Also deswegen lieber ein bisschen weniger. Okay. Ne? Und so, also wir sagen halt gerne so 2 bis 6 Gramm. Ich glaube, du bist ja weit weg von dem. Ja, es gibt durchaus auch Vertriebe, ich nenne sie jetzt mal so, die sagen 20 Gramm, aber da würde ich ein bisschen vorsichtig sein. Okay. Das Thema, du hast es schon angesprochen, dass es auch reingeht mit bei Moringa in den gesundheitlichen Bereich. Es ist nicht nur Nahrungsmittel, das ist es mit Sicherheit, sondern es geht auch in den gesundheitlichen Bereich. Wir machen jetzt hier keine Heilversprechen, das ist auch alles völlig klar. Aber es ist ganz offensichtlich ja etwas, was dir im Bereich Antioxidantien auch gesundheitliche Vorteile liefert, wie andere Gemüse und andere auch Obstsorten natürlich auch, aber hier in besonderer Weise sicherlich auch einen gesundheitlichen Vorteil hat. Ja, auf jeden Fall. Der hohe Anteil an Antioxidantien, die Zahl von um die 50.000 ORAC-Einheiten spricht ja für sich, plus minus je nach Anbaugebiet und je nachdem, wie das Wetter war, in dem die Blätter dann geerntet wurden, sind die immer etwas unterschiedlich, aber das ist natürlich ein sehr hoher Anteil. Und die Antioxidantien, das weiß man ja mittlerweile, helfen dem menschlichen Körper mit Entzündungsprozessen oder aggressiven anderen Erkrankungen besser fertig zu werden. Und die zu bekämpfen, stärken somit die Abwehr im menschlichen Organismus. Und in die gleiche Kerbe schlägt auch ein besonderer Stoff, der im Moringa-Baum drin ist, nämlich das Salbestrol. Das ist ein Stoff, der auch in anderen Pflanzen vorkommt, ein pflanzlicher Abwehrstoff, mit dem die Pflanze sich schützt gegen Fressenwerden oder andere physikalische schädigende Einwirkungen, der bei uns Menschen oder überhaupt bei höheren Lebewesen den Vorteil haben kann. Die Forschungen laufen noch, sind bisher nur Einzelfallbeschreibungen da, aber es scheint sich da etwas abzuzeichnen, dass Salbestrol nämlich gerade in Krebszellen durch deren hohen Umsatz eine Menge an toxischem Abbauprodukt vom Salbestrol erzeugt, welches dann die Krebszelle abtötet. Eine normale Zelle mit normalem Stoffwechsel macht so wenig an Stoffwechselprodukt aus dem Salbestrol, dass es nicht toxisch ist. Die Zelle überlebt das, sodass man also möglicherweise etwas Selektives haben könnte, was nur sich rasch teilende Zellen im Sinne von Krebszellen stören kann in ihrem wilden Wachstum. Also damit wäre das, ich sage das erstmal als Journalist, wäre das so etwas wie ein durchaus mögliches, potentes Tumormittel, wenn ich das mir anhöre, dass hier ein gezieltes Wachstum verhindert wird bei denen, wo wir vom Menschen her natürlich auch das gezielte Wachstum gar nicht wollen, nämlich bei den Krebszellen. Im Prinzip ja, wir müssen vorsichtig sein mit irgendwelchen Heilaussagen, aber es gibt eben entsprechende Forschungen. Also gerade im letzten Jahr ist eine Arbeit aus Korea erschienen, wo einer in vitro, also in der Petrischale, Zellkulturen untersucht hat
und einfach nur Moringa-Pulver in Wasser aufgelöst hat, in verschiedenen Konzentrationsstufen, das zu diesen Zellen dazugegeben hat in der Petrischale und siehe da, ab einer bestimmten Konzentration, also das war schon eine ziemliche Verdünnung eigentlich, hörten die auf zu wachsen. Da war das Wachstum gestoppt und es gibt Einzelfallberichte, die kann man im Internet sich heraussuchen unter dem Stichwort Salbestrol, wo von einzelnen Patienten berichtet wird, bei denen das Tumorwachstum dadurch gestoppt wurde. Das ist keine große Studienlage, wie das in der standardisierten und Schulmedizin erfordert wird, sondern es das sind will die ja Hinweise. Auch gar nicht wissen, ja. Die andere Medizin, die Schulmedizin. Also in ja, dem Moment, wo stimmt. Das wirklich so wäre, und ich meine, der Baum, wie du so schön sagst, wie Wildwuchs, wie eine Streuobstwiese wächst, ist das natürlich etwas, wo du dann nicht die wunderschöne Kohle mitmachen kannst, als wie, wenn du Chemo und solche onkologischen Präparate hast. Also, okay, Klammer zu, kennen wir alles, aber es gibt Hinweise darauf, dass das einfach in der Richtung wirken könnte. Es gibt erste Studien, insofern genauer hingucken, weiter forschen, aber auch ein Hoffnungsschimmer in dem Bereich, in einer Welt, in der wir ja auf der anderen Seite dieses medizinische Problem schlicht und ergreifend überhaupt nicht in den Griff kriegen. Also was das Thema Krebs betrifft, dadurch explodiert ja alles. Genau, dadurch, dass die Menschheit halt immer älter wird, auch als Folge der modernen Medizin und vieler anderer Faktoren, werden uns mehr Krebspatienten begegnen. Ja. Stichwort älter werden, ist denn das auch ein Stichwort, wo man sagen könnte, gibt es Hinweise, dass es, ob man das jetzt Anti-Aging oder Pro-Aging oder wie auch immer, aber dass es den Alterungsprozess im positiven Sinn unterstützt oder vielleicht auch etwas abbremst, was so die negativen Auswirkungen gibt. Ist es ein Anti-Aging, also wie man so schön neudeutsch sagt, Anti-Aging-Präparat oder Produkt? Ja, es wurde bereits so miteinander verknüpft, das ist richtig. Ich habe nur diesen Begriff persönlich nicht so gern, weil da immer industrielle Interessen mit dahinter stecken. Aber natürlich ist es so, dass insbesondere dieser besondere Wachstumsfaktor in dem Moringa-Baum, der ihn so schnell wachsen lässt, Interesse geweckt hat, sehr bald, nachdem das also vor ein paar Jahren verbreitet wurde. Moringa-Baum ist was Besonderes. Da haben sich viele darum gekümmert und dafür interessiert, unter anderem auch die kosmetische Industrie, die sich ja mit der Haut beschäftigt, unserer Grenze zur Umwelt. Und diese Grenze ist ja stark beansprucht. Da muss der Körper immer die Zellen erneuern, damit der Schutz gewährleistet bleibt. Und insofern profitieren gerade die Hautzellen von diesem Wachstumsfaktor im Moringa-Baum, also insbesondere eben in den Blättern. Dieser Wachstumsfaktor heißt Zeatin. Und er sorgt dafür, dass alle Zellen und so eben auch diese rasch sich teilenden Hautzellen genügend Energie zugeführt bekommen. Das wirkt sozusagen wie ein Schuhanzieher für die Nährstoffe der Hautzellen, das Zeatin, und führt denen die Nährstoffe in höherem Ausmaße zu als bei irgendeiner anderen Zelle. Von daher ist es also schon in Salben erhältlich. Aber insgesamt hilft das natürlich dem gesamten Organismus, wenn die Zellen einen besseren Energiestoffwechsel bekommen. Klar, ja. Vielleicht darf ich hier nochmal einhaken zu dem, was du eben sagtest, mit dem reichen Nährstoffgehalt im Moringa-Baum. Das hängt nicht nur, wie eben schon erwähnt, mit dem hohen Lichteinfall in den Tropen zusammen, sondern sicher auch mit den ganz anderen Böden. Wenn wir mal Deutschland betrachten, die Ackerböden sind weitgehend ausgelaugt. Wir haben ja fast unser ganzes Land landwirtschaftlich genutzt und wir müssen zum Beispiel Bioprodukte schon ungefähr zur Hälfte importieren, weil die deutsche Bodenfläche gar nicht das hergibt. Durch diese starke Bebauung sind die Böden, wie gesagt, ausgelaugt. Auch durch die Monokulturen? Ja, natürlich. Ja, ja. Wenn man in die Wildwuchsgegenden da in Afrika geht, wo die Bäume wachsen, bei dem sehr fruchtbaren afrikanischen Boden, also vielfach findet man ja gerade in Ostafrika
diese Lateriterde, diesen roten Staub, den man, wenn man da war, überall sitzen hat, der ist sehr fruchtbar, weil vulkanischen Ursprungs. Die Bäume haben genügend Nährstoffe im Boden, die haben genügend Licht, von daher ist diese hohe Konzentration darstellbar. Das würde bei uns in unseren Breiten nie gelingen, aus den genannten Gründen, das Licht fehlt und die Böden sind nicht mehr so gehaltvoll. Und als Arzt kann ich auch berichten, dass viele Deutsche einen Kaliummangel haben. Kaliummangel ist ganz wichtig für die Funktion von Muskel und Nerven. Nicht der Kaliummangel, sondern das Kalium? Das Kalium ist wichtig, Entschuldigung. Genau. Aber der Kaliummangel existiert und das kann also im Zweifelsfall insbesondere bei bestehenden Herzkrankheiten zu bösartigen Herzrhythmusstörungen führen. Die Leute nehmen einfach nicht genug von diesem wesentlichen Mineral mit der Nahrung zu sich, wenn sie hiesige Produkte zu sich nehmen. Ja, ja. Und wenn man gerade in dem Bereich bei Kalium und bei Calcium, die beiden, wo das ja dann nicht mal doppelt so viel, sondern dann einmal 17, einmal 25 mal so viel ist wie ein herkömmliches Lebensmittel, also wie Banane oder Milch, dann wird ja deutlich, was hier für eine Power in dem Thema Moringa steckt. Josefa, wenn wir jetzt die Frage stellen, wie gehe ich denn damit um? Was muss ich denn tun, so quasi im Sinne eines Tagesablaufes? Wie kann ich mich denn begleitend zu all den anderen Sachen, wie gesagt, ich lasse mir den Rotwein nicht vermiesen, wie kann ich das machen, dass ich Moringa als Bestandteil meiner Ernährung, du hast ein wundervolles Kochbuch geschrieben, aber... Kein Kochbuch, ein Zubereitungsbuch. Ein Zubereitungsbuch mit Rezepten, das ist immer so. Okay. Aber wie würde denn so ein Tagesablauf aussehen können? Wie kann ich Moringa zu Bestandteil meines ganz normalen Ernährungsplanes machen? Genau. Also ich würde als erstes mal vorweg schicken, Moringa sollte, oder wir für uns haben Moringa bis mittags erledigt, ja, weil es eben so anregend ist und wenn man halt nachmittags oder abends noch Moringa zu sich nimmt, dann kann man möglicherweise nicht zur Ruhe kommen. Die Nacht gut durcharbeiten. Oder die Nacht, wenn man das möchte, okay, dann ist man dann gut bedient. So, wir starten halt gerne morgens mit einem Tee, entweder aus den Blüten oder aus den Blättern. Und den kann man dann entweder am Abend kalt ansetzen, wenn man das möchte, und dann morgens die Blüten oder Blätter aus dem Wasser rausnehmen und den Tee trinken. Als erstes. Ja. Ne? Und das kann man halt so über den ganzen Vormittag machen. Günstig wäre das dann auch, den Tee dann nochmal nach dem Zähneputzen, also nach dem normalen Frühstück, nach dem Zähneputzen nochmal damit zu gurgeln, um den Mundraum entsprechend zu schützen, vor allem, was da halt so ist. Das ist so die eine Geschichte. Das wäre das, was wir hier, dass wir einfach mal begreifen, was wir hier schön auf dem Tisch stehen haben. Genau, das wäre so ein Tee. Das wären halt die Blüten. Ich bröse die einfach mal hierher. Das sind die Blüten und die schmecken halt auch sehr köstlich, also süßlich. Und wenn man dann den Tee fertig hat und die aus dem Wasser rausnimmt, kann man die dann immer noch übers Müsli geben. Ja. Oder in Die kann man auch anschließend noch essen. Die kann man hinterher auch noch essen. Ja. Das wäre schade, wenn man sie wegschmeißen würde. Alles klar. Ich komme deshalb drauf, weil ich einen Kunden habe, der hatte über lange Jahre ein offenes Bein und hat halt mit allem versucht, es zuzubekommen, ist es ihm nicht gelungen. Und dann hat er von den Blättern, von denen er vorher einen Tee gemacht hatte, Kompressen gemacht und nach 6 Wochen war das Bein zu. Und seitdem sage ich, also schmeiß mir bloß die Blätter nicht weg. Ja. Ne? So, und die kann man halt so entweder über das Müsli oder mittags mit in den Salat packen. Dann kann man natürlich morgens einen grünen Smoothie machen aus frischen Blättern und dann vielleicht noch Moringa-Blätter mit da reinpacken. Oder aber, wenn man keine Zeit hat, hier meinen grünen Smoothie-Würfel, da würde ich gerne noch was dazu sagen, machen, einfach Essen oder Wasser dazu trinken. Ja, und dann... Wie mache ich das? Also das sieht ja jetzt gepresst und sehr kompakt aus. Ja. Das stellst du selber her? Am Anfang. Also du hast damit angefangen, genau. Ich habe damit angefangen. Das ist halt die Geschichte dazu, ist, dass ich seit 2006 schon grüne Smoothies mixe in meinem kleinen Bioladen und meine Kunden halt immer die grünen Smoothies bei mir trinken. Die machen süchtig ähnlich wie Kaffee. Und dann kam halt immer wieder so die Fragen, ja, was mache ich denn, wenn ich unterwegs bin oder keine Zeit habe oder keinen Mixer oder so.
Und dann habe ich halt gedacht, ich muss mir irgendwas dafür einfallen lassen. Daraufhin oder irgendwann kam dann eine Kundin und brachte mir das erste Moringa-Blattpulver ins Haus. Dadurch sind wir überhaupt dazu gekommen. Und damit wusste ich einfach für mich aus einer inneren Eingabe, frag mich nicht, wo sie herkam, egal, dass ich eine Lösung habe für dieses Problem mit, ich habe keine Zeit, ich habe keinen Mixer, ich habe keine grünen Blätter. Und habe halt angefangen zu experimentieren und habe halt diesen trockenen grünen Smoothie-Würfel hergestellt, zunächst alleine zu Hause im kleinen Dörrgerät. Habe das dann später abgegeben an eine kleine Manufaktur. Heute wird er europaweit vermarktet. Und dieser grüne Smoothie-Würfel enthält halt 40% Moringa-Blattpulver und 60% Trockenfrucht. Das heißt, es ist ein klassischer grüner Smoothie. Ja. So, und den kann man halt jetzt in kleine Scheiben schneiden und lutschen wie ein Bonbon und Wasser dazu trinken. Oder am Abend in einen Becher mit Wasser geben, einweichen und morgens kurz durchmixen und dann hat man einen fertigen grünen Smoothie. Also einfach Wasser drauf, genau. und dann ist es der Smoothie, den ich so quasi im Handgepäck mit mir rumschleppen kann. Ja. Könntest du, wenn du das dann möchtest. Ja. Genau. Okay, also keine Ausrede mehr, ich habe keine Zeit für einen grünen Smoothie. Aber ich könnte ihn auch, das können wir gleich mal machen, du könntest ihn auch in kleinen Scheiben schneiden und man kann es auch so lutschen. Essen und und Wasser dazu trinken. Genau. Wie so eine Dauerinfusion praktisch. Ne? Ja, gut. Also, und dann könnte man halt, ich habe dann hier den Samen mal mitgebracht, der ist jetzt hier schon gekeimt, den pflanze ich ein oder aber den kann ich auch so essen, also als Sprosse. Mhm. Der enthält natürlich die Kraft des ganzen Moringa-Baumes. Der ist auch noch richtig feucht. Also das ist, ja, der ist eingeweicht und keimt jetzt und so. Die könnten wir jetzt so essen. Die könntest du so das essen. Ja, die Schale muss ich knacken. Ist okay. Ich hab das gut, mit Haut und Haar. Okay. Ja. Gut. Genauso auch in Paraguay. Also alles klar. Und das, was ich vorhin gesagt habe, es ist für mich sehr würzig und nichts, was. Gut, wenn man jetzt Meerrettich überhaupt nicht mag, dann würde man sagen, es ist. Zu pikant, aber an sich ist es wundervoll würzig und ein toller Nussiger. Okay. Und mit einer sanften Schärfe auch ein leichter, leicht scharfer Geschmack. Also sehr, sehr lecker. Was man halt mit dem Samen halt außer ihn einpflanzen und so essen natürlich auch noch machen kann, ist eine Kur. Wir haben halt Erfahrungen damit, dass eben Menschen, die Probleme haben, Knochenprobleme haben und so weiter, die machen Kuren. Das heißt, sie essen morgens und mittags einen Samen. Und es geht denen damit sehr gut. Oder aber eben so als Sprossen. So. Ja. Das ist halt das Frühstück. Ne? Das wäre halt jetzt zum Beispiel eine Versorgung fürs Frühstück mit dem Tee, mit den Blüten oder Blättern und Samen. Mhm. Gerne setze ich halt auch das Moringa-Öl, welches aus diesen Samen heraus gepresst wird, auch in Rohkostqualität, versteht sich, ein als Kosmetik. Das heißt für die Gesichtspflege. Oder aber ich habe ein Deo daraus entwickelt. Das heißt, ich habe das einfach abgefüllt in Meronengläser, also in Violettgläser, ein Kügelchen drauf und so kann ich das halt prima als Deo verwenden. Es wirkt halt desinfizierend und antibakteriell. Ich habe keine Zusatzstoffe, keine Düfte, vor allen Dingen kein Aluminium und Co. Es gibt es als Deo und es gibt es aber auch als eine Art Lotion oder Creme, oder? Soweit, das haben wir weil nicht. Weil du sagst, als Kosmetik? Also einfach so als Öl als Reinigung Gesicht, zur Hautpflege. Ja. Ne? Das wäre halt so der Vormittag und mittags kann man halt das reine Blattpulver verwenden zum Beispiel. In jede Salatsoße eingerührt, schmeckt es köstlich. Also ganz grundsätzlich ist Moringa natürlich ein bisschen scharf. Aber in eine Salatsoße zum Beispiel eingerührt oder mit in den grünen Smoothie eingearbeitet, schmeckt es nicht. Oder aber eben in dem Buch habe ich halt ein paar Rezepte ausgearbeitet, wo das eben auch sehr lecker ist. Ja. Und ganztägig kannst du natürlich den Tee oder bis mittags halt den Tee trinken. Oder wenn du zu all dem keine Zeit oder keine Lust oder keine Möglichkeiten hast, haben wir das Ganze in Tablettenform. Mhm. Und eine Tablette enthält halt 500 Milligramm reines Moringa-Blattpulver. Und davon würde man dann als Unterstützung quasi eine Kapsel am Tag? Oder wir empfehlen 8 Tabletten, sprich 4 Gramm am Tag, womit man aber spielen sollte. Ne? Der eine nimmt 2 Gramm, der nächste nimmt... Das findet man raus. Das findet man auf jeden Fall raus. Ja, ja, das wäre eigentlich schon alles, was so... Das, was hier noch, das ist der... Das sind die Blätter. Entschuldigung.
Das sind die Blätter. Das eine waren die Blüten, das andere waren die Blätter. Genau. Ich schribbel das hier auch nochmal hin. Ja. So, die sehen halt schön grün aus, duften nach frischem Moringa. So, und das Ganze kann man natürlich auch einfach so in den Salat einstreuseln, ohne dass man irgendwas damit macht. Oder aber eben auch gemischt, Blüte und Blätter zum Tee gekocht. Oder als Kaltaufguss hergestellt. Das ist eine wunderbare Lösung. Das Tütchen auf dem Teller, das sind die Samen. Das sind die Samen. Die sind, also das, was du jetzt mitgebracht hast, die waren gekeimt. Die wären auch noch keimfähig. Die sind keimfähig. Ja. Und da sieht man auch diese kleinen Flügelchen an den Samen. Da kann man halt deutlich sehen, wenn das sind halt so lange Schoten am Baum. Ja. Und wenn die halt reif sind, dann platzen die und dann können die halt sich durch die Gegend wunderbar verteilen, brauchen also nicht gepflanzt werden. Ja, das ist der Effekt der Streuobstwiese, ganz genau. Und das sind jetzt alles die Produkte, die vor dem Hintergrund, du hast von der Bio-Zertifizierung gesprochen, einer entsprechenden hochqualitativen Ware bei euch zu beziehen sind, sodass ich also mit dem Thema Moringa rundrum versorgt bin, als Gewürz, als Kosmetika, als Tee, von der Blüte her, als Smoothie-Würfel. Ja. Also da ist dann nichts, lässt sich nichts zu wünschen übrig. Was vielleicht auch noch interessant wäre jetzt so für die Reisezeit, man kann halt im Internet ein Video sehen mit Ranga Yogeshwaran Frank Elstner, wo er halt gezeigt hat, wie man mit dem Samen verdrecktes Wasser reinigt. Ja. Und wir haben halt, wenn man unterwegs ist, nicht unbedingt immer sauberes Trinkwasser zur Verfügung. Und dann kann man einfach die Samen mitnehmen und sich das dann vor Ort in das Wasser reingeben und somit das Wasser dann reinigen. Was macht dann die Moringa oder die Samen mit dem Wasser? Ist dann das, was quasi irgendetwas, was nicht gut ist, was sich unten absetzt? Oder? Setzt sich unten ab und die Schadstoffe werden eliminiert. Also es hat halt Untersuchungen gegeben, also auch bei Galileo. Also richtig, Desinfektionsmittel. Richtig, dann. Genau. Ja. Also Galileo hatte auch mal so einen Bericht, kann man halt auch auf YouTube sehen. Die haben auch total verdrecktes Wasser genommen, Samen rein, nach einer Stunde das Ganze ins Trinkwasserlabor gegeben und hatten absolut keimfreies Wasser. Dann ist es aber wahrscheinlich so, dass du dann die Samen anschließend nicht mehr verwerten kannst, weil sie das auf, oder wie müsste man sich das verstehen? Das setzt sich unten ab. Setzt sich unten ab. Genau. Das heißt, du hast oben sauberes Wasser und unten die Dinge, die an Schadstoffen und Schmutzteile drin sind. Das ist ja, meine Stichwort Afrika, aber auch Asien oder Lateinamerika, eine Geschichte, die nochmal ein ganz wichtiger Faktor ist, weil du ja in solchen Ländern nicht selten gerade mit dem Wasser Probleme hast. Mhm. Genau. Also das wäre halt sehr, 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 sehr schön und sehr wichtig, wenn sich da jemand dafür einsetzen könnte, um das entsprechend zu verbreiten, ja. Was ja in den Ländern, wo die schon nicht begreifen, was sie für tolle Bäume vor der Türe stehen haben, ein nächster ganz wichtiger Faktor ist, denn wenn man sich Krankheitsbilder und das Thema Krankheit gerade in beispielsweise im südlichen Afrika anschaut, dann ist das ja in allererster Linie nicht ein Infektionsproblem, sondern ein Hygieneproblem. Richtig. Und da wäre das natürlich auch nochmal, es wäre dann wieder die Wunderwaffe, die keine Waffe ist, aber ein wundervolles Instrument, um auch das Thema Wasser sauber zu kriegen und sehr schön in den Griff zu bekommen. Also eine rundherum fantastische Möglichkeit. Lass uns doch gerade den Würfel nochmal probieren. Du brauchst den jetzt einfach nur, den kann man ganz einfach in kleinen Scheibchen schneiden und dann... Und einfach lutschen. Mitnehmen also, in eine Schachtel, in eine Dose. Ja. Ne, für die Kinder in die Schule zum Beispiel anstelle von Gummibärchen oder so. Oder Entschuldigung. Nein, das ist völlig in Ordnung. Aber das ist natürlich etwas, was sowieso eigentlich gar nicht geht. Ich probiere einfach mal so ein Stückchen. Und das jetzt nicht kauen und runterschlucken, einfach sondern lutschen. Eher wie ein Bonbon. Genau, wie ein Bonbon lutschen. Das ist im Unterschied zu dem Samen sehr viel milder. Ja klar, das ist ja, das ist, ist 60% Fruchtanteil, Trockenfrucht. Ja. Ne?
Und von der, also Smoothie, so ein Würfel am Tag ist aber auch im Hinblick auf dann einen geruhsamen Schlaf völlig unproblematisch. Völlig, das ist kein Problem. Da ist ja nur 40% des Würfels beinhaltet Moringa. Und da kannst du natürlich immer noch zusätzlich den Tee dazu trinken oder auch das Blattpulver in den Salat einrühren oder in die Salatsoße einrühren. Ja. Diese Rezepte, die du hier zusammengestellt hast, ich habe jetzt gesagt, Rezept ist immer so, denkt man automatisch an Kochbuch, sind Rezepte, die jeder nachvollziehen kann, also auch kein Zauberwerk. Was bietest du da an? An schönen Möglichkeiten. Ja, also ich habe halt einen Bioladen, der da heißt Rohkostshop seit 10 Jahren jetzt. Wir sind seit 11 Jahren mehr oder weniger Rohköstler. Das heißt, wir kochen nicht, sondern wir bereiten zu. Ja. Und wichtig ist mir immer, möglichst wenig zuzubereiten. Also nicht nur, weil ich faul bin oder so oder nicht viel Arbeit haben möchte, sondern einfach um die Lebensmittel, so wie sie sind, möglichst ohne viel Veränderung, weil sie perfekt sind, schon so wie sie sind, zu uns zu nehmen. Ja. So, und in dieser, da habe ich eine Küche in meinem Biolädchen und ich experimentiere halt gerne und entwickle neue Geschichten und gucke, was passt so zueinander, was möglichst immer sehr einfach zu sein hat. Was also schnell geht, ohne dass man erstmal in 3 unterschiedliche Läden gehen muss zum Einkaufen. Und so sind diese Rezepte entstanden, auch in Anlehnung an Kollegen, die halt auch in der Rohkostszene schöne Rezepte machen. Die Aufgabe war halt, ein Essen zu kreieren, wo eben Moringa untergebracht wird, ohne dass man jetzt sagen kann, oh, das schmeckt mir jetzt nicht oder ist mir zu scharf oder so. Ja. Und es funktioniert, das ist das Erstaunliche an diesem Rezeptbüchlein, ja nicht nur in dem Bereich, wo ich jetzt, ich sag mal, was Salziges verarbeite, sondern es geht auch mit Obst. Sicher, sicherlich. Ja, einfach nur so als, denn du hast hier beispielsweise etwas mit Mangos, also wo man dann denken würde, naja, also ich sag jetzt mal Meerrettich und Mango passt irgendwie nicht, doch es passt schon. Die Moringa lässt sich durchaus auch mit Obst in Verbindung bringen. Also mit Avocados, mit Mangos, mit Bananen. Ja. Und ja. Dieses Kochbuch, dieses Rezeptbuch, dieses Zubereitungsbuch ist etwas, was man auch bei euch über die Website bekommt, genau wie die Produkte selber. Ja. Gibt es denn, Peter, etwas, wo ihr sagt, da sind wir noch dran, dass, wenn man jetzt mal so den Blick in die Pipeline wirft, gibt es etwas, wo möglicherweise demnächst noch weitere Dinge von euch zu erwarten sind oder ist das Angebot jetzt so abgerundet, dass man sagt, mehr braucht es gar nicht? Lieber Michael, die Ideengeberin und Erfinderin in unserem Hause ist Josefa. Ja. Ich mache erstens Backoffice-Arbeiten und zweitens so ein bisschen die Kümmerei um den naturwissenschaftlichen Hintergrund. Ja. Aber solche progressiven Ideen wie Erfindung des grünen Smoothie-Würfels überlasse ich gerne Josefa. Okay. Also ich habe da nichts in der Pipeline. Ich schon. Dann gebe ich die Frage, die jetzt sehr elegant von deinem Mann an dich weitergeleitet worden, direkt an dich weiter. Mit was wirst du uns denn noch überraschen? Mit einer Mundpflege. Okay. Also, ne, weil es gibt halt unendlich viele Menschen, die Probleme haben mit Parodontose, Parodontitis, Zahnfleischbluten und so weiter. Und da bin ich halt gerade dabei, es ist fertig. Ich möchte auch noch nicht allzu viel dazu sagen. Es ist fertig, es geht in den nächsten Tagen ins Labor. Und dann wird halt diese Mundpflege auf den Markt kommen. Wird Jomo heißen, Josefas Moringa Mundpflege. Schön. Ja, wird als Salatdressing ausgewiesen. Ja. Und wird halt dann hoffentlich alsbald auch mit im Verkauf sein. Ja. Wenn du sagst, der naturwissenschaftliche Hintergrund, ihr bietet Produkte an, gab es da irgendwie mit dem Thema Genehmigung oder mit den irgendwelche Probleme oder ist das etwas, was da völlig ohne irgendwie Stress bislang gelaufen ist? Gott sei Dank hatten wir mit diesem Stress nichts zu tun. Das haben die Importeure schon in den Jahren zuvor hinter sich gebracht. Aber letztlich ist erst im Jahre 2012, soweit ich mich erinnere,
die Anerkennung für die Moringa-Blätter als Lebensmittel, als Nahrungsmittel in Deutschland. Im Jahre 2012. Ja. Mhm. Es wird seit zigtausend Jahren in Afrika gefuttert und die EU braucht bis zum Jahre 2012, um es als Lebensmittel anzuerkennen. Ja. Okay, es ist wie Brüssel leibt und lebt, purer Schwachsinn. Aber immerhin, 2012 haben die begriffen, es ist ein Lebensmittel. Ja. Schön. Kein Arzneimittel, kein Nahrungsergänzungsmittel, normales Lebensmittel wie Spinat oder Brokkoli oder Wirsing. Also. Das hat ja etwas von Comedy, das Ganze. Und damit war aber dann auch der, ich meine, das Wichtige ist ja, ihr werdet nicht mehr im Import oder werdet nicht beim Thema Import oder die Importeure gehindert, sondern die Sachen können ganz normal den geheiligten EU-Raum als Lebensmittel passieren. Ja. Genau. Genau, insofern haben wir keinen Stress damit, Gott sei Dank. Und man kann es halt anwenden, ohne irgendwelche Einschränkungen durch Paragraphen zu haben. Ja. Okay, spannenderweise ist es genau 2 Tage vor Fertigwerden meines Würfels passiert. Ich wusste das gar nicht. 2 Tage vorher kam dann das grüne Licht, es ist jetzt ein Lebensmittel. Ja. Man hat ja wahrscheinlich hierzulande überhaupt gar keine Chance. Du hast auf die klimatischen Bedingungen, auf die Sonne, auf die Böden hingewiesen, mit Moringa irgendwas zu machen, also jetzt, um ihn hier wachsen zu lassen. Mhm. Also wahrscheinlich braucht er ja die Temperatur. Also in unseren Breitegraden würde es gar nicht gehen. Insofern bist du... So hoch kriegt man ihn schon. Ja, also man im kann, Gewächshaus, oder? Man kann diesen gekeimten Samen schon in einen Blumentopf stecken, so mit einer mageren Erde, also 50% Gartenerde, 50% Sand. Warmstellen, sonnenreich hinstellen, dann wächst er schon, aber im September, wenn es kühl wird, dann lässt er beleidigt die Blätter hängen und tut es nicht mehr. Ja. Also er braucht schon Temperaturen über 15 Grad, am liebsten sind eben natürlich 30 Grad oder mehr. Und gut, da bräuchtest du Gewächshaussituationen letztendlich, ja. Das Problem ist das Licht, ne? Das ist das Hauptthema. Ja, und das ist wahrscheinlich auch nicht nur das Problem, sondern natürlich auch die ungeheure Potenz. Genau. Denn das ist die gespeicherte Sonnenenergie, die natürlich da dann auch die ganze Kraft ausmacht. Und, Und die tiefen Wurzeln. Also der Moringa-Baum ist halt ein Pfahlwurzler, ne, und der geht halt ganz tief in die Erde und holt sich dann eben von ganz tief unten dann auch die entsprechenden Nährstoffe. Ja, gut. Und wenn dann die Böden natürlich wie bei uns durch eine wenig sinnvolle Landwirtschaft völlig ausgelaugt sind, ist das einfach auch nicht mehr, logischerweise nicht mehr da. Das zweite Buch, was auf den Tisch liegt, ist so ein bisschen euer Reisebericht, oder? Ja. Wie sehe ich das? Das ist ein gemeinsames Projekt. Das ist halt zum einen Texte von mir und Fotos von meinem Mann, von unserer gemeinsamen Reise zu den Moringa-Bäumen. Genau. Ja. Und das war eine sehr, sehr bewegende Reise. Und wir haben eigentlich zusammen mit diesem Buch die Reise nochmal heftigst verarbeiten können. Ja. Es sind sehr schöne Fotos entstanden und die Texte entsprechend. Und ja, es hat einfach Spaß gemacht. Ja. Es war sehr bewegend, eben bei den Moringa-Bäumen zu sein, mit den Menschen dort vor Ort zusammen zu sein, mit den Kindern vor allem. Es sind, total süße und schöne Fotos drin und es wird auch auf der einen Seite dann, wenn man das in den Berichten sich anschaut, auch deutlich, dass es wirklich auch ein Geben und Nehmen gewesen ist. Also das ist auch sehr schön, nicht jetzt irgendwie so eine, dass man mit unserem zivilisatorischen Wissen dann die da irgendwie platt macht, sondern auch einfach in Erfahrung bringt, was da an Schätzen in einem solchen Land seit Jahrtausenden vorhanden ist. Und es einfach auch schön ist, dass man denen das wiederum auch ein Stück weit zurückgeben kann und sagen, guckt mal daneben an, da ist alles da, was ihr schon immer gewusst und genutzt habt und macht es ruhig mal wieder. Das war das Hauptanliegen oder ist das Hauptanliegen unserer Importeure. Die Fragestellung war halt, was haben die Menschen in Afrika, was wir in Europa gut gebrauchen könnten. Ja. So, und somit sind sie halt hingegangen und haben halt angefangen, Moringa in entsprechender Qualität anzubauen und die Bauern zu schulen. Und eben die Aufgabe war, die Produkte dann eben nach Deutschland zu bekommen, aber gleichzeitig den Menschen vor Ort das Wissen zu vermitteln, aber eben auch denen einen Überlebensgrundstock damit zu geben.
Super. Ich sage ein ganz herzliches Dankeschön. Man hat die Möglichkeit, wir blenden gleich die Internetadresse ein und ich nenne sie, die Dinge, die wir hier sehen und auch dann, wenn es dann auf dem Markt ist, das, was noch in der Pipeline ist, inklusive der Publikationen, sich bei euch zu besorgen und dann sehr schnell mit dem, was man so tagsüber und für die Familie als Moringa-Produkte braucht, dann sich zu beschaffen. Herzliches Dankeschön. Liebe Zuschauer, www.moringahaus.de ist die Internetseite, auf der es die diversen Moringa-Produkte, wie gesagt, und das ist das ganz Besondere und das auch das ganz Wichtige, eben in einer biozertifizierten Produktware gibt. Man sollte hier nicht nur darauf achten, dass die Qualität stimmt, sondern eben wie auch hier darauf geachtet wird, dass die Art und Weise, wie mit den Menschen vor Ort umgegangen wird, einfach mit einfließt in ein solches Produkt. Also nicht irgendetwas sich zulegen, wenn man jetzt heute erfahren hat, wie wertvoll und wie gesund und wie bedeutsam dieser Wunderbaum Moringa ist, sondern eben auch darauf achten und schauen, dass es eben eine qualitativ hochwertige Ware ist und dass es etwas ist, was eben mit einem fairen Umgang mit den Menschen vor Ort entstanden ist. Ich weise noch auf die beiden Publikationen hin. Wie gesagt, zum einen geht es um das Büchlein, was Josefas vegane Moringa-Rohkostrezepte, kein Kochbuch, wie ich mehrfach gesagt habe, sondern eben ein Zubereitungsbuch mit Rezepten und mit wunderschönen Bildern versehen. Meine Reise zu den Moringa-Bäumen, ein Reisebericht, der sich einfach mit dem Thema Moringa und mit den Menschen dort befasst und einfach durch sowohl die Schilderungen, die Texte, aber eben auch sehr anrührende Fotos gekennzeichnet ist. In diesem Sinne, wie immer, ein herzliches Dankeschön für das Interesse und die Aufmerksamkeit. Tschüss und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal.